letzte Woche hat er sein großes Ereignis, die 24. Klassikertage von der Scuderia Lufthansa Classico. Da hat man gesagt, das ist das Eldorado der Klassikertage. Hattersheim avanciert und es gibt den Dartclub Krone in Hattersheim. Der möchte vielleicht nicht Hattersheim zum Eldorado des Dartsports machen, aber richtet jetzt zum dritten Mal in Folge die Hattersheimer oder die offenen Hattersheimer Stadtmeisterschaften im Dart aus. Ausrichter ist der DC Krone und vielleicht mal ein paar Takte dazu. Dart hat ja in Hattersheim eine lange, eine gute und auch eine erfolgreiche Tradition. Ja, das kann man wohl sagen, zumal der DC Krone in diesem Jahr noch ein ganz besonderes Jubiläum feiert, nämlich 30 Jahre Dart in Hattersheim, das wir Mitte, Ende des Jahres auch mit einigen großen Turnieren oder Aktionen noch stattfinden lassen werden oder feiern werden. Wir wollen ein bisschen auf die Historie gehen, bevor wir jetzt zum aktuellen Turnier kommen. Krone, Hattersheim, DC Krone, 30 Jahre Dartsport. Da gab es ja einige, da gab es viele Titel zu beklatschen. Es gab einige hessische Meisterschaften, hessische Pokalsiege zu feiern. Es gab eine deutsche Vizemeisterschaft im Zieldart, die damals in Bochum, glaube ich, war. Ich war leider noch nicht dabei. Leider relativ deutlich verloren wurde, aber die Krone war im Finale um die deutsche Meisterschaft im Zieldart. Also man kann ohne Zweifel behaupten, in Hessen auf jeden Fall eine Nummer und auch in Deutschland, DC Krone ist schon eine Hausnummer. Also wenn man da ankommt, man weiß dann schon Bescheid. Jetzt haben wir ein Turnier heute, das hat jetzt nichts mit den normalen Runden zu tun, ein Turnier, eine offene Meisterschaft. Da sind einige Spitzenspieler auch am Start. Mit Tobias Hönsch, der derzeitige Hessenmeister im Stildart und mehrfacher Weltmeister im E-Dart. Ja. Mit Richard Buskohl, mehrfacher Weltmeister im E-Dart und amerikanischer Dartmeister. Und Tobias Müller, die zurzeit Nummer 12 der deutschen Rangliste. Also das ist schon ein hochkarätig besetztes Turnier. Vielleicht erfahren wir noch mal ein paar Takte über den Modus. Also es ist morgen ist der Doppeltag, aber heute werden die Einzel gespielt. Damen-Competition, Herren-Competition. Wie läuft das so ab? Wir haben ja ein paar Leute, die beim Dart nicht ganz so firm sind. Es richtet sich auf jeden Fall immer nach der Teilnehmerzahl und bei einem Feld von etwa 60 Herren und 10, 12 Damen, die wir heute hier haben, spielt man bei den Herren in der ersten Runde einen Round Robin, so nennt sich das. Das heißt, man spielt in Gruppen zu 4 bis 5 Spielern, lässt da jeden gegen jeden antreten. Das läuft nach einem Modus Best of 3, nennt sich das. Also wer zuerst 2 Legs gewonnen hat, gewinnt das Spiel. Dann geht es weiter in die K.O.-Runde. Da spielt man dann eine höhere Legzahl, das heißt dann Best of 5. Im Viertelfinale dann Best of 7 und zum Finale wird es ein Best of 9 oder etwas Ähnliches geben. Das kann man sich leicht zusammenrechnen, wenn man nach diesem Modus spielt. Wie lange steht man denn dann ungefähr an Bord? Also sagen wir mal, man kommt ins Finale, da muss man ja über Stunden Konzentration halten. Das ist richtig und genau das ist eigentlich die Kunst beim Dartsport, über Stunden praktisch diese Konzentration aufrechtzuerhalten, sich immer wieder zu entspannen und dann wieder die Spannung hochzutreiben. Und ich nehme an, dass der Sieger des heutigen Turnieres insgesamt 2,5 Stunden an Bord gestanden sein wird. Und das ist schon eine echte Aufgabe, da braucht man Kondition. Wir schwitzen ja schon heute hier in der Stadthalle im Foyer. Wunderbares Wetter. Vielleicht wäre es euch lieber gewesen, es wäre ein bisschen schlechter gewesen. Aber vielleicht regnet es ja nächstes Jahr, vielleicht haben wir ja Glück. Ja, auf jeden Fall wünsche ich uns allen noch einen spannenden Turnierverlauf. Und ja, wir sehen uns nicht erst im nächsten Jahr wieder, sondern wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Da gibt es noch die Doppel-Competition, heute Abend den hessischen Pokal. Also ist rundherum auch noch Programm geboten. Danke erstmal. Sind lange Tage. Ja. Zwei Tage lang flogen Ende Mai in der Hattersheimer Stadthalle die Pfeile. Mit der Resonanz dürften der veranstaltende DC Krone mehr als zufrieden sein. Trotz des langen Pfingstwochenendes und tollem Ausflugswetter waren reichlich Spitzenspieler nach Hattersheim gekommen, die an den Boards voll konzentriert auf Punktejagd gingen. Gespielt wurde auf durchgängig hohem Niveau. Die Sieger in den jeweiligen Wettbewerben hatten sich ihre Pokale redlich verdient. Umso erfreulicher ist das hervorragende Abschneiden des gastgebenden DC Krone zu bewerten. In allen Wettbewerben standen am Ende Spielerinnen und Spieler des DC auf dem Siegertreppchen. Besonders die Damen trumpften am Wochenende groß auf. Mit Jutta Kohlen, Ariane Langer und Judith Balliet setzten sich DC-Darterinnen gegen die starke Konkurrenz durch und belegten die ersten 3 Plätze beim Damenturnier. Auch im Jugendturnier stand ein Vertreter des DC im Endspiel. Sebastian Hönsch, amtierender Hessenmeister und mehrfach internationaler Champion im E-Dart, verpasste als Zweitplatzierter den Turniersieg denkbar knapp. Bei den Herren stand mit Uwe Bügler ebenfalls ein Spieler des DC Krone am Final Board, musste sich allerdings einem stark aufspielenden Tobias Müller vom Dartclub Laufen mit 1:3 geschlagen geben.
Im Doppel erkämpften sich Herbert Schulze und Oliver Weber vom DC Krone einen hervorragenden dritten Platz. Wie bereits in den vergangenen Jahren waren alle Teilnehmer voll des Lobes, was Organisation und Ablauf des zweitägigen Turniers anging. Im nächsten Jahr steht übrigens das 30-jährige Jubiläum des DC Krone im Veranstaltungskalender. Wer mehr über den Hattersheimer Dartsport erfahren möchte oder einfach mal bei einer der offenen Competitions des Clubs mitspielen möchte, Informationen über den Club gibt's auf der Internetseite www.dckrone.de.